Im heutigen Video zeige ich euch alle neuen Skins, die wir in StumbleGuys haben, zum Frauentag, den wir ja haben. Wir haben 3 Stück insgesamt nicht gespielt, die testen wir heute und mal schauen, wer von diesen Skins tatsächlich am besten ist. Wenn ihr einen Battle Pass gewinnen wollt in Fortnite für die nächste Season, die morgen stattfindet, dann benutzt meinen Creator-Code Seville, denn ich mache einen Livestream dazu und so habt ihr die Chance, bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Wir gehen rein, let's go. Freunde, wir haben ja gestern die neue Chibi-Gal hier gezogen und wir haben richtig viele Glücksräder gedreht und wir haben eigentlich alle Skins gezogen. Wir haben Fly Queen gezogen, dann diese Chibi-Gal und die Minecraft-Trau. Deswegen spielen wir heute mal auch die neuen Skins, weil wir kamen gestern gar nicht dazu. Wir hören uns mal hier diese Flagge auf jeden Fall. Fußabdruck Spanien und einmal als China-Fußabdruck. Wir gucken jetzt mal kurz, welchen Skin wir zuerst spielen. Und ich glaube, welcher Skin richtig krass ist, ist tatsächlich der Fly Queen Skin. Den übrigens gab es gestern kostenlos für euch im Item-Shop. Nicht vergessen, Freunde, der müsste noch drin sein. Boah, hier haben wir die Fly Queen. Aber die hätte auch eigentlich special sein können. Frag mich, warum die nicht special ist. Und warum der special ist. Aber nun gut, wir haben jetzt auf jeden Fall die Fly Queen am Start. Kann man die Farbe von der... Oha, man kann sogar die Farbe von der ändern. Weiß sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Und wir gucken mal kurz, ob wir die neuen Fußabdrücke benutzen können. Ich benutze mal meine Lieblings. Ich glaube, die lassen wir drin. Die sind zu krass. Und wir spielen den neuen Modus Stumble Sprint, Leute. Es gibt noch... Hey, was ist denn rasanter Lauf? Lol, was ist denn das? Runde 1 Blockdash, Runde 2 Laser Tracer und Runde 3 Laser Blockdash. Bro, das ist ja geisteskrank. Damit werden wir spielen, Leute. Zuerst mit der Fly Queen und dann testen wir die anderen Skins, die wir noch nicht gehabt haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist der erste Modus, den wir tatsächlich so haben, ne? Eigentlich fast meine ganzen Lieblingsmaps. Also Laser Blockdash besser als Normal Blockdash, finde ich irgendwie. So, mal gucken. Bro, wie viele einfach die Valkyrie haben. Beziehungsweise den Battle Angel. Ah, guck mal, die fliegt, Leute. Boah, das war ein bisschen komisch. Skin sieht gut aus. Ich glaube, der gibt mir eine gute Bewertung. Wir haben hier auch den Skin mit so einer kleinen Krone oben. Und mit diesen kleinen Feenflügel hinten. Fußabdruck ist halt Chaumeau, ne? Es gibt keinen besseren Fußabdruck als den, den wir gerade haben. Also ich glaube, den Skin tun wir ganz gut bewerten. Ich glaube, eine 9,5, Leute, Fly Queen. Was denkt ihr zu Fly Queen? Ich gebe auf jeden Fall eine 9,5. Wir sind schon mal in der nächsten Runde dabei. Leute, Lieblingsmap Laser Tracer ist da. Hier kann ich gar nicht verlieren, ihr kennt's. Wir sind Laser-Profi hier am Start. Irgendwie habe ich die Map in letzter Zeit echt wenig gespielt, weil ich die nie in der Auswahl gehabt habe. Guck mal, wie viele Battle Angel Skins hier, weg mit dir. Bam! Oh, okay. Wir haben die umgenockt, Leute. Fly Queen, 9,5 Bewertung. Die ist aber krass, Alter. Die hätte eigentlich Special Skins sein sollen, finde ich. Ich finde, die hätte Special verdient. Boom. Ich wäre fast gerade draufgegangen. Ich bin mal gespannt auf diese Minecraft-Frau. Und wen haben wir noch? Chibi-Gal haben wir schon gespielt. Ah, ich weiß, diese Cyberfrau noch. Gucken wir mal, ob wir die noch spielen können, wenn die ganz neu ist. Ah, lol, ich sehe erst jetzt, dass die hier so einen kleinen Gimmick hat. Gebt euch mal so einen kleinen Gimmick, hat die Leute. Die hat hier so eine kleine Fee, guck mal. Wie so einen kleinen Backblink noch, wie bei Fortnite manchmal. Das ist ja cool. Einfach Tinkerbell hier. Leute, Laser Dash ist da. Ich sag immer Laser Block Dash. Laser Dash, okay. Ich glaube, das sind schon ein paar Pros dabei. Da hieß gerade einer Lumix geil. Kuss geht raus hier, gell? An den Typen. Lügner Lumix, Leute. Wer kann sich doch an Lügner Lumix erinnern? Lügner Lumix. Auf jeden Fall Baba. Jetzt gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall diese Battle Angel raushauen. Boom. Oh mein Gott. Wir sind... Oh mein Gott, der ist rausgeflogen. Okay, das war echt assi. Aber eigentlich hätte der ja auch überleben können. Ich habe gar nicht so krass geboxt. Ja, warte mal, jetzt die da vielleicht? Nein, daneben. Ich darf jetzt nicht reinchoken, Leute. Zack. Hä? Mein Controller hat gerade voll gehangen. Hey, mein Controller hängt. Ey, no joke. Ich hatte gerade... Ey, no joke, mein Controller hat gerade rumgespackt. No joke. Mal gucken, ob es jetzt wieder geht. Jetzt... Hä? Jetzt geht's wieder, Leute. Das war aber auf jeden Fall komisch gerade. Ich hatte einfach Leck. Oh, Alter, komm schon, Fly Queen. Jawohl, wir haben überlebt. GG, Leute, die erste Runde haben wir schon mal gewonnen. Mit Fly Queen und Super Saiyajin hier. Wir gehen direkt in die nächste rein. Ey, richtig wilder Modus. Wir haben sogar hier mehr XP bekommen. Wie blenden die das denn ein? Hier, guck mal mit dieser Tinkerbell, Leute. Seht ihr die? Guck mal da. Da ist der Tinkerbell. Okay, Freunde, wir haben jetzt die Minecraft. Minecraft, ich sag immer Minecraft anstatt Minecraft. Minecraft-Frau am Start. Die sieht eigentlich richtig nice aus. Oh, okay, bei der muss ich sagen, die sieht viel besser aus als der männliche Minecraft-Typi. Die sieht ultra nice aus. Also, ich glaube, die kriegt sogar... Ich weiß nicht, ob die besser ist als Fly Queen, würde ich jetzt nicht sagen.
aber viel besser als der männliche Minecraft-Skin. Die sieht ultra nice aus, Leute. Die kriegt von mir, glaube ich... Ah, die hat halt nicht so einen Special-Effekt wie bei Fly Queen. Die hat halt Tinkerbell und die kann fliegen. Bei der geht's so. Die kann halt nur laufen, aber sieht top aus. Ich würde eine ganz klare 9 geben. Die sieht ultra gut aus, Digga. Also, Leute, die könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Die ist sehr, sehr heftig. Also eine 9er Bewertung hier für Minecraft Woman. Lol, die macht doch den Emote da in der Mitte. Beziehungsweise, wenn wir fertig sind mit einer Runde, aber man sieht den Super Saiyan-Effekt nicht. Okay, Leute, wieder Laser Tracer. Wir boxen jetzt ein paar Leute um. Aber schade, dass sie das Laser Tracer nicht im Finale gemacht haben. Wäre ein bisschen nicer gewesen. Der Typ hat Spanien-Flagge am Start. Sind zwei Spanier drin. Junge, okay, alles klar. Habt ihr den gesehen? Auf den haben wir es jetzt mal abgesehen. Warte mal, alles gut. Guck mal, wie der boxt. Nein. Boah, wir werden fast rausgeflogen. Alter, okay, das ist ja pure Boxpartie gerade. Boah, das war close. Ist der, Digga, der Typ ist rausgeflogen, weil er verkackt hat. Der eine, wo ganz hart geboxt hat. Nein. Nur noch ein einziger. Dann sind wir wieder Finale. Komm, jawohl. Und wir sind Finale. Laser Dash ist da. Minecraft Woman ist hier. Und die ist richtig nice. Okay, Freunde, jetzt gehen wir ein bisschen in die Offensive. Passt. Ey, wir kretschen jetzt alles um, was wir sehen. Jeden einzelnen kretschen wir jetzt um. Guck mal, den Spanier da. Raus mit dem Spanier. Sensei Fist ist auch da. Fire Fist, warte mal. Die bleiben alle in der Mitte, Mann. Hä? Ey, der Rauchskin ist einfach unsichtbar. Genau wie ich im letzten Video gesagt habe. Mit dem könnt ihr einfach unsichtbar diese Map spielen. Das ist nicht normal. Das ist ein Unsichtbarkeitsskin. Ich sag euch, wie's... Was? Oh mein Gott, war das schlecht. Ich hab durch den Block verkackt. Den letzten Skin, den wir haben, Leute, ist Cyberpink. Die hatten wir nicht. Die haben wir erst letztens gezogen aus dem Glücksrad. Und mal gucken, ob wir mit der diesmal gewinnen. Oh, die sieht langweilig aus. Die sieht richtig langweilig aus. Die hat nichts Besonderes. Also die letzten zwei Skins waren wirklich mega. Da kann man nichts sagen. Ich glaube, das ist die schlechteste, Leute. Die kriegt von mir eine 8,5 Bewertung. Weil die sieht halt echt dick langweilig aus. Aber vielleicht sind wir gut mit der. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn der Skin gar nichts hat. Weil die Sachen können echt irritieren. Bei Fly Queen zum Beispiel, weil die ja so ein bisschen schwebt, ist es manchmal ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie weit man mit ihr springen kann und so. Und ganz entspannter Erster. Leute, zweite Runde mit Pink Cyber. Ich glaube, mit der rasiere ich jetzt alles, glaube ich. Alter, warum sind wir so krass mit dem Skin? Digga, was habe ich für ein... Bro. Okay, da habe ich jetzt reingechoked, stark. Wie krass sind wir gerade, wenn ich fragen darf, mit dem Skin? Als ob wir jetzt wieder Erster werden. LOL! Hase wurde umgenockt. Rote Karte für die Cyber-Pink-Queen hier. Zweimal hintereinander Erster, was ist hier los? Jetzt geht's um die Wurst, Leute. Wir haben die zwei Runden gerade richtig krass gespielt. Das könnte jetzt die nächste krasse Runde sein mit Cyber-Pink. Komm schon. Nice. Oh, komm. Mit der jetzt wieder gewinnen. Dann bringt die uns generell halt Glück, Freunde. Oh, wir haben das rechte Auto genommen. Der wollte uns boxen, Junge. Hau mal ab. Sollen wir links bleiben? Ja. Bro, das ist die perfekte Runde. Ey, ich gebe den Skin Pluspunkt. 9,0 anstatt 8,5. Warum sind wir so gut mit dem? Der Cyberpink Skin hat uns super, super Spieler gegeben. Guck mal. Ich mache keinen einzigen Fehler mit der. Und ich krieg den Super Jump sogar hin. Ey, Leute, besser geht's nicht. Das war's mit dem Video. Klar, der beste Skin ist der Fly Queen Skin. Der coolste, die Stumblefrau. Und der beste, die hier vom Skill. Das war's vom Video. Lasst ein Like da. Bis dann und ciao, ciao.